Herzlich willkommen beim Donaukraftwerk Walsee Mitterkirchen in Oberösterreich. Hier arbeiten normalerweise 6 Turbinen, stehende Kaplan, Laufräder und arbeiten damit 2700 Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab. Wir sind hier im Herzen der Maschine Nummer 5. Eigentlich stehen hier der Statorring, der sich nicht bewegt, und darin das Polrad auf dem Generatorstern, das angetrieben wird von der Welle, also eigentlich von der Kaplan-Turbine. 240 Tonnen wiegt die gesamte Last, das meiste natürlich der Rotor. Dies ist das schwerste Stück und kann nur von beiden Portalkränen des Kraftwerks gemeinsam gehoben werden. Das erfordert natürlich besonderes Fingerspitzengefühl und Koordination der gesamten Mannschaft. Wir sind jetzt 30 Meter tief unter der Donau. Direkt hinter mir presst sich die Donau an unsere Dammbalken. Aber keine Sorge, die halten dicht. Wir sind jetzt hier direkt beim mechanischen Teil, beim Laufrad, also der eigentlichen Kaplan-Turbine. Diese muss, wie alles, was sich bewegt, alle 9 Jahre zum Service, zum Pickerl. Wir verbinden das hier in Walsee gleich mit einer Revitalisierungsmaßnahme. Das heißt, die elektrischen Teile werden ausgetauscht und erneuert, ebenso die Mechanik, die kontrolliert wird, weil diese Dauerläufer waren 55 Jahre in Betrieb. Nach dem Abschluss der Umbauarbeiten erwarten wir uns eine Mehrerzeugung von 12 Gigawattstunden. Das entspricht in etwa einem Jahresverbrauch von 3500 Haushalten. Bis dahin wird aber noch einiges Wasser die Donau hinunterfließen.